3. Oktober 2014. Tag der Deutschen Einheit. Hannover. Hör mal. Hörst du? Ja, was ist? Kann nicht schlafen. Hör mal. Hast du das gehört? Mit den Flüchtlingen. Vorhin im Fernsehen. Weg von daheim, von zu Hause. Hier bei uns soll es das auch gegeben haben. Eine Grenze. Stell dir das vor. Ja, durch Deutschland. Eine richtige Grenze, lange Zeit. Aber plötzlich gab sie nicht mehr. Diese Grenze, plötzlich weg. Wie das ging, richtig irre. Wahnsinn. Jahre die Deutschen getrennt, hatten doch die gleiche Sprache. 40 Jahre die Deutschen getrennt. Aber vor 25 Jahren, 1989, Jahrhundert nun schon die friedliche Revolution. Ein Vierteljahrhundert vor 25 Jahren. Mutige Aktionen von Bürgerinnen und Bürgern überall in der DDR. Dann 4. September 89, Leipzig. Montagsdemonstration. In Leipzig versammeln sich im Anschluss an das Friedensgebet in der Nikolaikirche rund 1000 Menschen. Bestimmend, fordernd, friedlich. Geburtsstunde der legendären Montagsdemonstration. Wir sind das Volk. Demonstrationen in Berlin. Musik.
größte Montagsdemonstration mit 70.000 Menschen in Leipzig. Ein Tag der Entscheidung. Dann 100.000 auf den Straßen in Leipzig. Demonstrationen in vielen Städten der DDR. November, die größte Massendemonstration in der DDR auf dem Berliner Alexanderplatz. November. DDR-Regierung tritt zurück. November. Kein Schuss. Die Mauer ist gefallen. Heute vereint in Vielfalt. Unfassbar, dass das gelungen ist. Was für ein Glück. Was für ein Grund zu feiern. Thank you.
denen, die damals den Mut hatten. Dank denen, die in Leipzig